Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Friedrich Bischof, der alte Glasbläser. Das Glasbläserrohr an den bärtigen Mund gesetzt, die schlohweiß überbuschten Augen blinzelnd geschlossen, stand er da. Jetzt öffnete er die Lider und schaute in die Dämmerung, aus der die ersten Sterne winterklar herniederglitzerten. Als wolle er sie mit seinem Rohr herunterlangen, hob er es immer wieder aus dem Glasofen leise drehend zum Himmel. Ein purpurnes Licht funkelte an der Spitze des Gebläses, glühte und ballte sich feurig zusammen, worauf es nach einigen blitzschnellen Hantierungen silbern zu strahlen begann und zuletzt im Erkalten als Weihnachtskugel zu den anderen gehängt wurde, die schwirrend und flirrend den Zelthimmel zierten. Die Kinder starrten. Ihre frostroten Gesichter, von der Glut des Glasofens zärtlich angehaucht, spiegelten sich tausendfältig in den Silberkugeln, die ebenfalls den Weihnachtsmarkt aufschimmern ließen und die alten Häuser der Stadt. Verwundert schauten sie den Mann an, der solches spielend vollbrachte und unermüdlich aus Tropfen glühenden Lichtes seine weihnachtlich schimmernde Spiegelwelt formte. Aber nichts verriet sein runzeliges Großvatergesicht als die Macht, die zauberisch ihm seine gebrechliche Kunst verlieh.